Am dritten Tag, nachdem Jesus gekreuzigt worden war, machten sich zwei von seinen Jüngern von Jerusalem aus auf den Weg nach Emmaus. Sie waren Jesus überall hingefolgt und hatten große Hoffnungen in ihn gesetzt. Doch nun waren sie traurig und verzweifelt und wussten nichts weiter, als zurück in ihr Heimatdorf zu gehen. Und während sie auf dem Weg waren, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen und sie erkannten Jesus nicht. Sie erkannten den Mann nicht, der mit ihnen ging. Während sie auf dem Weg waren, redeten sie über alles, was passiert war. Da fragte Jesus nach: Was sind das für Dinge, über die ihr da sprecht? Da sagte einer von ihnen, namens Kleophas, folgendes: Du bist wohl der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Es gab einen großen Mann, Jesus von Nazareth, ein Prophet, ein von Gott Gesandter. Wir hatten gedacht, er wäre der Erlöser, den Gott uns geschickt hat, dass er ganz Israel erlösen würde. Doch nun haben sie ihn gekreuzigt. 3 Tage ist das nun schon her. Wir hatten doch all unsere Hoffnung in ihn gesetzt. Doch nun ist er gestorben. Da sagte Jesus zu ihnen: Aber denkt doch daran, was in der Heiligen Schrift steht. Da steht doch drin, dass der Messias leiden muss und sterben muss, um Israel zu erlösen. Und Jesus erklärte ihnen viele Dinge, die in der Schrift standen. Schließlich kam Emmaus in Sicht. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber die Jünger sagten schnell: Bleib doch bei uns, es wird schon Abend, komm doch mit zu uns. Und so ging Jesus mit den Jüngern. Er ging mit in ihr Haus, wo sie sich gemeinsam an den Tisch setzten. Und als sie bei Tisch saßen, nahm Jesus das Brot in seine Hände, sprach das Dankgebet, er brach das Brot und gab es seinen Jüngern. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten Jesus. Und noch im selben Moment verschwand Jesus. Die Jünger waren aufgeregt und erfreut. Jesus lebt! Es war Jesus, der mit uns unterwegs war. Und sie sagten: Warum haben wir ihn denn nicht erkannt? Uns brannte doch das Herz, wir haben es doch gespürt, als er uns alles erklärte, was in der Schrift stand, als er mit uns unterwegs war. Uns brannte doch das Herz. Und sie freuten sich so sehr, dass sie noch in derselben Stunde alles stehen und liegen ließen und sich auf den Weg machten, zurück nach Jerusalem, um allen zu erzählen, dass sie Jesus gesehen hatten.